1204 im Jahre des Herrn. Das Mittelalter befindet sich in seinen Hochzeiten und seit geraumer Zeit sendet die Kirche ihre Krieger und Priester aus, um dem Nahen Osten Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Viele dienen freiwillig in den Kreuzzügen, die Motivation dahinter doch sehr verschieden. Einige tun es für Ruhm und Anerkennung, andere für Gold und Ländereien, wieder andere für sich selbst oder für ihre Freunde, um sie aus dem Höllenfeuer zu kaufen. Der Vatikan ist erfinderisch und verspricht allen Absolution, die im Namen der Kirche ihre Macht vergrößern. Der Weg dorthin ist beschwerlich und viele sterben schon auf der langen Reise in den Osten. Vier weitere Menschen werden sich alsbald aufmachen. Sie wurden gerufen und sie kamen. Unsere Reise beginnt in Venedig, nordöstliches Italien. Die Stadt ist gigantisch groß und, ja, seitdem die Kunstschätze aus dem Orient hierher gelangen, blasphemisch reich. Ihr befindet euch gerade auf dem Markusplatz, direkt vor der riesigen Markuskirche. Und der Ruf hat euch hierher ereilt, wisst nicht genau, was es jetzt zu tun gilt, seht allerdings die anderen, ja, die ebenso ratlos davor stehen, um gleich einzutreten. Mit anderen meinst du jetzt nur wir oder sind da noch mehr? Selbstverständlich ist der Markusplatz ziemlich gefüllt, aber ihr seid jetzt hier vor versammelt, während die anderen ja, vor dem Markusplatz weilen, hier einkaufen und die ja, letzten Diskussionen beginnen oder beenden. Die Gottesdienste sind seit geraumer Zeit zu Ende, sodass eigentlich außer ein paar Pilgern wenige nur noch in dieser Kirche sind. Da ich die Kirche noch nie gesehen habe, trete ich halt mal relativ forsch ein und zum Erstaunen derjenigen, die mich sehen, ich bekreuzige mich nicht, nachdem ich den Torbogen durchschritten habe und am Taufbecken vorbeigegangen bin. Ich ziehe auch nicht irgendwie meine Lederkappe runter vom Kopf, sondern ich gucke relativ düster, trist und gelangweilt mir die Kirche an. Vielleicht kann der eine oder andere erkennen, dass in meinen Augen so ein bisschen die Überlegung da ist, ob man die Kirche nicht vielleicht an einem besonderen dunklen Tag einen Besuch abstatten könnte. Aber natürlich geht das in meinen Gedanken unter. Wie sieht's mit den anderen aus? Werdet ihr die Kirche ebenso betreten oder bleibt ihr davor stehen, ehrfürchtig sie betrachtend? Selbstverständlich betrete ich auch die Kirche, mache den Knicks und das Kreuz, gehe in eines der Seitenschiffe rein und Altäre und zünde dort eine kleine Kerze an und sprich murmel ein Gebet vor mich hin. Ich bleibe erstmal draußen stehen und bewundere die Handwerkskunst. Also ich werde mich auch in die Kirche hineinbegeben, werde mich ebenso irgendwo nach einem Kreuzzeichen und einem Kniefall irgendwo hinten in eine Bank setzen und andächtig in ein Gebet einstimmen. Ihr werdet von einer leisen Orgel begleitet, beziehungsweise ihr könnt sie dann über euch vernehmen, wie dort irgendjemand herumorgelt. Und es dauert gar nicht lange, da werden die drei, die die Kirche betreten haben, von einem Mönch aufgesucht, der nach und nach auf sie zutritt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sie dann einmal nach dem Namen fragt. Guten Tag, ich bin Bruder Lucio. Ihr seid der Bruder, verzeiht, der Vater Gregorio? Wohl wahr, mein Sohn, das bin ich. Nun, ich habe euch erkannt. Würdet ihr mir bitte folgen? Ich werde noch die anderen einsammeln und dann begeben wir uns in die Katakomben. Ich stehe auf und ja, folge ihm. Ja, seine Hände tief in die verschiedenen Seiten der Ärmel geschoben, geht er dann auf den nächsten zu. Ihr müsst der Ordensritter sein, Tancredi? So ist es, Vater. Ich bin gekommen, um dem Ruf der Kirche zu folgen und meinen Dienst am Herrn zu verrichten. Das ist gut. So Menschen wie euch brauchen wir.
Vielleicht nicht hier, aber drüben. Dann geht er auf Francesco zu. Man kann seine Miene vielleicht nur erahnen, bleibt vielleicht eine Sekunde zu lang vor ihm stehen, betrachtet noch einmal die Kapuze, die nicht heruntergezogen wurde. Was willst du, Pfaffe? Nun, ich soll euch zu demjenigen bringen, der euch gerufen hat. Dann was auch das. Immer er von euch möchte, aber... Ah nun, ich werde seine Entscheidung nicht in Zweifel ziehen. Ich folge ihm. Schlurfenden Schrittes. Mittlerweile beginnt meine Bewunderungstour an den Toren der Kirche vorbei und ich nehme auch meinen Hut ab. Und bin wohl etwas überwältigt aufgrund der Riesenhalle. Ja, tatsächlich. Dadurch, dass man hier sogar Glas benutzt, vielleicht dringt gar nicht so sehr viel Licht durch, aber das ist schon Handwerk ja, von ganz hoher Kunst. Und du bist ein bisschen, naja, geblendet, sag ich mal, von dem ganzen Gold. Kannst das aber auch gar nicht so sehr lange genießen. Und da tritt schon der erste Mönch auf dich hinzu. In seinem Schlepptau drei andere, die hast du eben schon vor einer kurzen Zeit gesehen, haben also auch die Kirche gerade eben erst betreten. Und ihr müsst ja... ja, ich mach mal einen Schritt zur Seite in der, im Gedanken, dass sie an mir vorbei wollen. Ja, er bleibt zu deiner Verwunderung vor dir stehen. Ihr habt schwielige Hände. Verzeiht, ihr müsst der Schmied sein, Poggio? Ja, das ist richtig. Vater? Bruder. Nur ein einfacher Bruder. Ich würde euch gerne nach unten in die Katakomben führen, damit die Auftragslage besprochen werden kann. Folgt ihr mir also bitte? Ja, ich gucke ihn kurz verwundert an, so zwei Sekunden sprachlos und natürlich. Dann geht ihr gemeinsam durch die langen Bankreihen nach ganz vorne, dort wo der riesige Altar steht, mit riesigen goldenen Kreuzen. Allerdings bleibt ihr hier nicht stehen, sondern dreht dann nach links ab in Richtung der Sakristei, wo ihr dann durch eine der Pforten gehen könnt, eine kleine hölzerne Tür, und dort dann in... Ja, sowas wie die Bereiche der Katakomben. Eine kleine Wendeltreppe, die nach unten führt. Und ja, es geht wohl eine ganze Zeit nach unten. Habt auch teilweise, obwohl es nur im Kreis geht, das Gefühl, dass ihr die Orientierung verliert. Der Winkel ist viel zu flach, fällt viel zu flach nach unten ab. Und normalerweise müsste man hier... Das kann eigentlich so gar nicht funktionieren, aber dann nach einer Zeit, der, ja, die Luft ist ein bisschen abgestanden, die Gänge sind sehr kalt, der Stein, und dann geht ihr durch eine weitere Tür, verlasst die Wendeltreppe und steht in den Katakomben. Hier an einem der Särge aus Stein steht eine weitere Person, auch gekleidet in ja, die Montur eines Mönches, dreht sich dann zu euch um und schlägt seine Kapuze nach hinten. Guten Tag, meine Herren. Ich freue mich, dass ihr dem Ruf gefolgt seid. Ich habe einen Auftrag, der von einiger Wichtigkeit ist und nur wenig Zeit zum Handeln zulässt. Ist der uns irgendwie bekannt oder mir bekannt? Überhaupt nicht. Als Spieler jetzt nochmal out of game, kann man sagen ungefähr, zu welchem Orden die gehören? Sind das Dominikaner, Jesuiten... Was auch immer, oder? Du kannst an ihm nichts erkennen. Er trägt eine Mönchsrobe, die ganz normale Kordel drumherum geschlungen, aber ansonsten keine Zeichen. Was dich auch sehr verwundert. Hat der denn ein Kruzifix? Nein, hat er auch nicht. Während ihr ihn noch betrachtet, könnt ihr sehen, wie der Mönch, der euch geführt hat, mit einem Nicken euch einen Kerzenleuchter in die Hand ja, gibt und dann durch die Wendeltreppe wieder nach oben verschwindet. Die Tür zieht er hinter sich zu und dann seid ihr alleine in den Katakomben mit dieser Person. Verzeiht, dass ich mich nicht vorgestellt habe.
Ich bin Olaus, Olaus Wormius. Und ihr habt einen ausgesprochen guten Ruf. Ich musste ein paar Spezialisten für diesen Auftrag anwerben. Und ich denke, dass ihr in dieser Konstellation die besten Erfolge bringen könnt. Ich guck mich grinsend um und guck mir so den Schmied an und dann den aufgetakelten Ritter und schüttel nur den Kopf. Ich verbeuge mich leicht aufgrund der Schmeichelei. Bruder, worum geht es? Worum handelt es sich? Der Auftrag ist eigentlich recht simpel, möchte man meinen. Zumindest wäre er das gewesen vor einiger Zeit. Ich beginne am besten von vorne. Ich habe einen alten Freund, der mich aufsuchte. Albert von Mainz, ein deutscher Geschichtsschreiber, der vor einiger Zeit aus dem vierten Kreuzzug wieder zurückgekehrt ist. Er wurde verwundet und brachte von dort Geschichten zurück. Nun ja, er wollte eigentlich länger dort bleiben, aber wenn man ein Auge verliert und dann auch noch am Bein verletzt wurde, das macht das Ganze alles ein bisschen schwerer. Und die Geschichten, die er mir erzählte, ließen mich sorgenvoll zurück, möchte ich meinen. Was wisst ihr über die vierten Kreuzzüge? Es war auf jeden Fall nicht das, was, soweit ich weiß, man den Leuten erzählt hat, weil es ja nicht ins geheiligte Land ging. Und wenn das stimmt, was man gehört hat, hat man in Konstantinopel einiges Blut gelassen. Das ist richtig. Unsere Truppen stehen immer noch davor. Und das ist ein Problem, möchte ich meinen. Die Stadt selber ist unglaublich reich und nachdem die Schiffpassage nicht ganz so geklappt hat, wie es eigentlich erwartet wurde, haben sie dort einen Zwischenstopp gemacht und nun stehen sie vor den Toren und begehren Einlass. So nennt das also die Kirche einen Zwischenstopp. Die Stadt selbst ist christlich und das ist das eigentliche Dilemma, was ich meine. Denn wenn einige heidnische Städte geplündert und gebrandmarkt werden, dann möge uns das der Heilige Herr Vater verzeihen. Aber christliche Kreuzzügler vor einer christlichen Stadt, die sie dann in ihrem Zorn niederbrennen, das ist etwas heikel, möchte ich meinen. Aber zurück zu Albert von Mainz. Er erzählte mir dort drüben von einer Person, die er kennengelernt hat, einen gewissen Andronikos, einen Mönch, der dort lebt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Kloster, aber spielt auch erst einmal keine Rolle. Zumindest gibt es dort drüben in der Stadt Schriftrollen von einigem Wert für uns, die wir doch gerne zurückhaben möchten, bevor die Stadt übernommen wird. Denn wir wissen alle, was passiert, wenn eine Horde von Männern mit Goldgier eine Stadt einreißt. Dann fangen Dinge Feuer, die nicht Feuer fangen dürfen. Ich blicke schon hinter die Worte, die ihr meint. Ihr möchtet uns in die Stadt einsickern lassen, damit wir euch die Schriftrollen besorgen, bevor das Heer einsickert. Das ist korrekt. Bekommen wir da Art und Weise. Verzeiht, ihr spielt darauf an. Schweigt, wenn ein Ritter spricht. Bekommen wir, wenn wir aufbrechen, ein offizielles Dekret eures Ordens oder müssen wir nun, sagen wir, mit nicht ganz lauteren Mitteln vorgehen? Nun, die Kirche ist selbstverständlich vor Ort und nun. Es gibt mehrere Probleme. Natürlich sind die Kreuzzügler draußen vor den Toren. Dort könntet ihr euch mit einem Dekret erklären. Ich bin selbstverständlich bereit, euch eins mitzugeben. Allerdings wird euch dieses innerhalb der Stadt überhaupt nichts nützen. Die Lateiner, die vor Ort waren, wurden ausgewiesen, damit es dort keinen Verrat gibt. Ihr müsst also unbemerkt in die Stadt und eure Identität am besten verbergen. Daher auch die Kombination aus diesen allen Gestalten. Das hört sich ja nach einer sehr heiklen Mission an. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Bruder, ich bin ein Mann Gottes. Ich habe eine Priorei zu führen. Ich bin nicht in der Lage, mich auf einen solchen Einsatz zu begeben. Ich ebenso wenig. Seid ihr sicher? Selbstverständlich
haben wir Männer zu eurem Schutz. Ihr bekommt eine Schiffspassage, sodass ihr nicht den langen Weg zu Fuß antreten müsst. Und nun ja, diese Männer sind nun keine Priester wie ihr, sondern ich vermute, dass der Ordenskrieger euch beschützen kann. Von welchem Orden seid ihr? Nun, ich bin vom Orden Venandi, ein italienischer Orden. So, so. Nun, ich vermute, dass ihr unseren Vater beschützen könnt, nicht wahr? Selbstverständlich bin ich dazu in der Lage. Seid ihr denn auch in der Lage, die alten Schriften zu lesen? Nun, ihr meint, ob ich Latein spreche? Nein, nicht Latein, sondern eher Griechisch oder Arabisch. Nein, Bruder, dazu bin ich nicht in der Lage. Seid ihr denn dazu in der Lage, herauszufinden, welche Schriftstücke alt und von Wert sind? Nun, ich denke, dass ich Arabische von lateinischer Schrift unterscheiden kann. Das wohl. Seht ihr, Vater, und deswegen kommt ihr mit. Nun, Gottes Wege sind unergründlich, wenn dies meine Mission sein soll. Da wir uns in diesen Katakomben befinden, kann ich offen sprechen. Selbstverständlich ist der Papst eingeweiht. Der Heilige Vater. Nun, dann soll es mir eine Ehre sein. Ich denke, dass Papst Innozenz der Dritte noch einige Kardinäle bräuchte. Also Francesco ist jetzt, Francesco ist wirklich dran und grinst sich einen von dem Ohr zum anderen Ohr. Nun, aber dazu später mehr, wenn ihr erfolgreich von dieser Expedition wiedergekommen seid. Nun, ihr seid also für den Teil des Wissens zuständig, um euch und eure Gruppe dort durchzugeleiten. Und die anderen sind mit ihren eigenen Fähigkeiten dazu in der Lage, euch zu beschützen, euch heimlich zu... Nun, Bruder, dass ihr Leute braucht, die die Schrift lesen können und Leute braucht, die für die Sicherheit sorgen, verstehe ich. Aber was macht dieser dahergelaufene Witzbold denn da mit uns? Da kann ich eure Idee noch nicht ganz sehen. Nun, auch er wird Fähigkeiten haben, die euch nicht zuteil sind. Wie gesagt, ihr dürft euch nicht als Lateiner zu erkennen geben. Das wäre sehr ungesund. Und da kommt er ins Spiel. Meine Miene wechselt von verwirrt bis erschrocken bis... Was geht hier ab? Dürfte ich etwas sagen? Selbstverständlich. Noch habt ihr alle Zeit. Mir ist immer noch nicht klar, warum... ich dieser Mission hilfreich sein sollte. Mann, ich ist doch bin, ganz ich bin einfach. Kein Krieger. Genau, du bist ein ganz normaler, den wir über die Straße schicken können, von A nach B zu gehen, Informationen zu sammeln und wieder zurückzukommen. Glaubst du, der Lakai hier drüben mit seiner hübschen Rüstung kann das machen? Der versteht die Jungs doch gar nicht, wie die reden. Und glaubst du, der Pfaffe hier, der Alte, der schafft das? Nee. Also, du bewegst dich von A nach B, besorgst uns die Informationen und dann regeln wir weiter. Deswegen bist du dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieser Sache gewachsen bin. Außerdem bist du, wenn ich dich so angucke, wahrscheinlich irgendwie im Handwerk, oder? Ich bin Schmied, der Herr. Na also, hervorragend. Das heißt, die Leute brauchen Schmiede, Rüstungen, Hufeisen. Das heißt, die Leute reden währenddessen und dafür bist genau du richtig. Ich möchte sagen, ihr habt alle einen ausgezeichneten Leumund und ihr wurdet mir von verschiedenen Stellen empfohlen. Ich habe euch also nicht zufällig ausgewählt. Und wie gesagt, wir reden hier nicht nur von einem Kardinalsplatz für den Herrn Prior, sondern auch für, nun ja, für euch alle kann etwas dabei herausspringen. Und nun, wenn ihr der Kirche keine Beachtung schenkt, dann soll dies mit Gold aufgewogen werden. Gold hört sich für mich gut an. Spielt keine Rolle, wo ich arbeite, solange ich das Gold bekomme. Ich hoffe, das ist ein Batzen Gold. Wie schwer ich seid ihr, mein Herr? Ich tupfe etwas nervös und schweißig. Francesco, wie schwer seid ihr? Wie schwer ich bin? So 70 Kilo? Ja, sagen wir 70 bis 75 Kilo, ja. Nun, dann stellt euch doch einmal vor, was ihr mit
diesem Gold alles anfangen könntet. 70 Kilo. Hat sie schon erledigt. Ich bin dabei. Natürlich werden mir auch noch meine Sünden vergeben, nicht wahr, Vater? Selbstverständlich. Danke, Vater. Wir werden euch alle Sünden vergeben, die ihr begangen habt oder begehen werdet, und auch die eurer Nachfahren. Nun, für mich ist es selbstverständlich eine große Ehre, der Kirche einen Dienst zu tun. Allerdings gegen eine weltliche Entlohnung hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden. Ich denke, darüber können wir uns unterhalten, wenn ihr wieder zurück seid und uns die Schriften gebracht habt. Selbstverständlich. Ich bin so ein wenig empört. Ob des raffgierigen Verhaltens meiner Mitgesellen. Vater. Aber ich äußere mich nicht dazu. Vater, dies ist doch gar kein Problem. Er sieht dir das wohl offenbar an, deine Stirn, wie sie sich kräuselt. Überhaupt kein Problem. Die Kirche ist reich und teilt natürlich auch mit den Armen. Wie auch immer. Also, der Auftrag sollte relativ klar sein. Such diesen Wandermönch, diesen Andronikos. Ich weiß selber nicht genau, wo er sich aufhält, aber ich werde euch einen Kontaktmann in Konstantinopel geben, zumindest diesen Namen. Mit diesem Namen seid ihr hoffentlich in der Lage, denjenigen zu finden. Bringt mir alle Schriften, die er in seinem Besitz hat, so viele wie möglich. Ich bin vor allem nicht nur auf die griechischen Exemplare, sondern vor allem auf die arabischen Exemplare sehr gespannt, die doch von einigem Wert für mich und die Kirche sind. So soll es denn sein. Wir werden tun, wie er sagt. Also gut, ich habe bereits einen Fährmann im Hafen von Venedig gefunden, der bereit ist, euch hinüberzubringen. In Konstantinopel selber sucht nach einem Christos Balerakis. Ein Buchhändler. Vielleicht weiß er, wo man diesen Mönch und seine Schriften findet. Christos Balerakis, sagt ihr. Richtig. Nun, das werden wir dann wohl tun. Sollen wir noch heute aufbrechen? Nun, das Schiff steht euch ab sofort zur Verfügung und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit euch vor Ort noch bleibt. Von daher, wenn ihr bereit seid, heute noch aufzubrechen, wäre dies sicherlich möglich. Dann lasst uns frohen Mutes zur Tat schreiten. Frohen Mutes? Junge, wie hieß du noch gleich? Poggio, oder? Hier, trag mal meinen Sack, damit du sowas gut bist. Meinen Rucksack. Ich bin kein Junge und auch kein Träger, auch kein Knappe. Wenn du frech wirst, dann kriegst du was. Also? Die Rache für Cthulhu. Ja, ich, etwas widerwillig, nehme ich den Rucksack. Gut, na dann würde ich sagen, brechen wir gleich auf Richtung Hafen, oder? Wir haben ja vollkommen den Plan, was wir zu tun haben. Es hört sich ziemlich einfach an, also ich denke, das wird heute erledigt sein. Schauen wir, was nächstes Mal passiert. Ich nutze dennoch die Gelegenheit, um oben in der Kirche dann noch einmal das Gebet zu suchen, um Stärke für diese Aufgabe, für diese weite Reise zu erbitten. Die wirst du brauchen. Sagt mir eine innere Stimme. Würfel mal geistige Stabilität. Jetzt geht's schon los. Aber das sollte reichen, ein regulärer Erfolg. Gut. Ja, du schluckst deinen Ärger herunter, dass du jetzt mit solchen Banausen umherziehen musst. Der Heilige Vater wird sich sicherlich irgendwas dabei gedacht haben. Mit Sicherheit. Gottes Wege sind unergründlich, aber die vom Heiligen Vater
Die erst recht. Auf dem Weg nach draußen kriegt der vermeintliche Nicht-Ritter noch einen fetten Klaps auf den Hinterkopf, weil er seine Lederkappe immer noch nicht ausgezogen hat im Hause des Herrn. Habt ihr nicht gelernt, euch zu benehmen? Ich bleib ganz kurz stehen. Meine Hand fährt so ganz langsam an meinen Hinterkopf. Ich schiebe meine Lederkappe wieder nach hinten und drehe mich um. Mein Gesicht geht ganz nah an sein Gesicht. Ich gucke ihn nur ganz ruhig an und meine: Beim nächsten Mal spürst du Schmerzen. Dann drehe ich mich um, pack meine Sachen und stapfe hinter den anderen zwei her. Die werden wahrscheinlich wissen, wo das Boot liegt. Ja, dann könnt ihr euren Weg wieder nach draußen begeben. Der Markusplatz ist immer noch, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm verlassen. Da fehlen vielleicht die einigen Männer, die jetzt ausgezogen sind, um ihre Sünden zu bereinigen. Die sind alle jetzt im Osten. Dann, ja, der Markusplatz relativ dicht am Wasser. In Venedig sowieso immer alles dicht am Wasser, aber nach einigem Suchen und Herumfragen könnt ihr dann auch den Kapitän finden, der bereit ist, euch hinüberzufahren. Und ja, das ist ein relativ generischer Italiener, sag ich jetzt einfach mal, ein Venezier, ziemlich stolz. Ein Mann mit dem Namen Horace. Und ja, er wird dann nach Sachen fragen, die ihr höchstwahrscheinlich dabei habt, euer Gepäck, wo auch immer ihr herkommt. Und wenn ihr nichts noch aus Venedig mitnehmen wollt, könnt ihr es losgehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir normale... Ich nehme natürlich meinen Esel mit. Ja, gut, ich habe jetzt kein Pferd oder so. Also ich gehe aber davon aus, dass jeder von uns, was ich, so eine Reiseprovianttasche mit irgendwelchen Utensilien hat, wie eine Decke oder Wasserschlauch und so ein Blödsinn halt. Genau, richtig. Genau, und das hat man halt, vielleicht hat man sich hier noch irgendwie einen Hartkäse oder ein hartes Stück Brot gekauft oder eine harte Wurst oder sowas für. Ja, mehr als eine Stoffumhängetasche führe ich da auch nicht bei mir. Gut. Und damit beginnt eure Reise. Ein relativ bauchiges Schiff, möchte man meinen, mit einem Segel aufbauten, auf dem Oberdeck Lade- und Stauraum, wo ihr euch dann nach unten verziehen könnt und dann eine eigene Hängematte bekommt. Das ist relativ unbequem, auch für den Vater wird das da keine Alternative geben. Und ja, die Reise wird einige Zeit dauern. Und ja, der Kapitän wird euch dann auch sagen, dass er das nicht zum ersten Mal macht, denn ja, die Venezier sind natürlich sehr bewandert in der Seefahrt und wenn irgendjemand von A nach B möchte, dann nimmt er natürlich sein Schiff. Der Wind pfeift euch um die Nasen und die Luft ist salzgeschwängert, es riecht aber fortwährend nach Fisch. Der Ozean ist bedrückend kalt, wenn die Gischt auf das Oberdeck spritzt und von dem angeblich so warmen Gebiet ist gar nicht zu spüren. Wir haben Ende Februar, Anfang März.